So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silber Together und wir sind, wie ich sehe, hier unten im Lagerhaus. Wir sind vorhin Scarabou. Ja, das können wir doch so lassen. Haben wir den da schon besiegt? Nee, sieht nicht so aus. Uff, wir sind von den Rollläden verwirrt. Ich verrate dir ein Geheimnis, wenn du mich besiegst. Rocket Rüpel möchte kämpfen und er schickt einen Smuggler in den Kampf. Na dann, lassen wir unseren kleinen Hirschkäfer doch mal machen. Schlammbad. Okay. Natürlich hat er uns vergiftet. Ich habe jetzt gerade so dran gedacht, da könnte ich vergiften und hoffentlich passiert es nicht und nein, es passiert doch. Und er ist jetzt noch ein Slimog an. Ja, ich möchte wechseln, weil dann kriege ich keinen Giftschaden ab. Rückkehr ist allerdings eine recht ungünstige Wahl für. Nehmen wir doch unseren Aster. Der hatte bisher eh viel zu wenig Auftritte. Ich müsste mal schauen, wie viel bis jetzt abzieht. Slimer kann ja eine relativ gute Spezialverteidigung. Ja, jetzt hat er auch eine ziemlich gute physische. Gut, haben wir weiter mit Biss drauf. Das sollte immer noch recht effektiv sein, vor allem weil er zurückschrecken kann. Sieben Erfahrungspunkte, das ist doch nicht schlecht. Ah, ich hab's vermasselt. Okay, ein Hinweis. Betätige die Schalter in einer anderen Reihenfolge. Dadurch wird das Öffnen und Schließen der Rollläden verändert. Ja, das weiß ich schon. Einmal die Vergiftung heilen. So. Ich weiß allerdings nicht mehr genau auswendig, in welcher Reihenfolge sie gedrückt werden müssen. Ich weiß nur, dass man den zweiten zuerst drücken muss. Und Moment, ich muss mal schauen, an den Dieb komme ich jetzt nämlich ran. Sie haben das Projekt abgebrochen, noch ehe sie fertig waren. Ich suche nach Überresten der Beute. Dieb Franco möchte kämpfen und er schickt den Fukano in den Kampf. Ja, da kann man mit unserem Scarabou wieder schön draufholzen. Und der überlebt auch knapp. Na natürlich, jetzt brennt er auch noch. Erst vergiftet, dann verbrannt. Scarabou kriegt in dieser Folge alles ab. Und ein Smoggern kommt noch. Ich will mit Aster eigentlich so schnell wie möglich so Richtung Level 36 kommen, weil dann lernt er nämlich seine erste richtig starke Step-Attacke. Nämlich Psychokinese. Und damit sollte er dann erstmal so richtig durchrotzen. Vor allem bei seinem Spezialangriff. Das ist zu viel. Ah, aber der gibt gut Kohle. So, habe ich auch irgendwas. Ja, ich habe einen Feuerheiler. Das ist doch schon mal gut. Die Gegend hier unten ist für Rückkehr echt ein bisschen ungünstig, muss ich mal so sagen. Trotzdem setze ich sie jetzt mal nach vorne. So, ich probiere sie einmal mal mit dem ersten zuerst. Dann kommen wir zumindest hier an dieses Item hier ran, einen Hyperheiler. Die Tür dazu. Die hier jetzt dafür offen. Okay. Wo kommen wir hier jetzt noch hin? Okay, das war offensichtlich die falsche Reihenfolge. Jetzt schalte ich mal den nochmal aus. Ich will einfach nur mal schauen, wo ich dann hinkomme überall. Anscheinend nirgendwo mehr. Jetzt
Ja, gut. Schalten wir mal alle aus. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Diesmal machen wir einen dritten zuerst. Und kommen jetzt zwar nirgendwo hin, aber wenn ich jetzt den ersten noch anmache... Oh, komisch. Normalerweise hat das immer funktioniert. Moment, was sagst du eigentlich? Auch ich bin verwirrt. Der letzte Schalter muss zuerst betätigt werden. Ah, okay. Da war mein Fehler. In Hardgold und Silver war der zweite, der zuerst war. Das haben sie da wohl ein bisschen geändert. Moment, komme ich jetzt da durch? Nee, immer noch nicht. So, jetzt nochmal. Schalter 3 zuerst. Hier komme ich auch noch nicht durch. So, danach war es aber, glaube ich, der erste. Und danach zum Schluss der zweite. Hier komme ich jetzt nirgends durch und hier auch wieder nicht. Komisch. Moment. Ach, ich mag dieses Rätsel Gold und Silber nicht. In Hardgold und Soul Silver ist das Ganze wesentlich einfacher. So, nochmal von vorne. Also, den hier müssen wir anschalten. Dann probieren wir es jetzt mal in einer einzig anderen Möglichkeit, nämlich den zweiten als zweites und den ersten als letztes. Komme ich jetzt eigentlich irgendwo rein? Hm. An das Item da unten würde ich nämlich auch gerne noch irgendwie kommen. So. Komme ich jetzt irgendwo rein? Komme ich hier rein, hier durch? Ja, jetzt sieht's gut aus. Wirf deine Goodies herüber. Der Dieb Paolo. Und er schickt den Smogon in den Kampf. Ich mach das jetzt einfach trotzdem mit Rykia. Einfach weiter mit Kopfnuss draufholzen. Vielleicht schreckt er ja irgendwann noch zurück. Und natürlich wieder vergiftet. Das hat also solche 30% Chancen von irgendwelchen Attacken haben mich heute. Sehe ich schon. Rückkehr ist ja echt keine gute Idee. Magma hat auch noch. Ja, da kann ich Rückkehr jetzt erst recht nicht mehr drin lassen. Garadon müsste doch eigentlich ein paar Wasserattacken können. Zumindest ein Surfer. Schöne shiny Garados. Ja, Surfer kann er und Whirlpool kann er sogar auch schon. Reicht auch bei Garados relativ mickrigem Spezialangriff noch aus. Und noch ein Smogon kommt. Ach komm, lass ich ihn drin. Noch ein Surfer und dann hat sich das. Paolo wurde auch besiegt. So, habe ich jetzt noch irgendwas zum Gift heilen? Irgendwie ein Gegengift oder sowas? Sonst nehme ich einen Hyperheiler. Wozu haben wir das Zeug denn? Und dann hätte ich noch gerne einen Supertrank. Haben wir ja zum Glück ein paar. Einen für Scarabou. Und ich
glaube, der Rest hier könnte auch mal gut was vertragen, wenn ich das so richtig sehe. Esther kriegt jetzt noch keinen, der hat noch genug KP. Hier war nichts. Das Item da haben wir schon. Hast du dich verirrt? Nein, das kann nicht sein. Es ist keine Angst in deinem Blick. Ich zeige dir etwas, das dir Angst macht. So, Rocket Rüpel möchte kämpfen und schickt ein Dooflor in den Kampf. So, dann versuchen wir es nochmal mit Rükia, auch wenn ich schon wieder ein Gift-Pokémon da vorne hat. Das Dooflor sollte eh nichts Besseres als Säure kennen und Säure kann mich wenigstens nicht vergiften. Das kann bestenfalls meine Verteidigung senken. Und sehr schön, da kommt wieder die schöne Zurückschreckchance von der Kopfnuss. Und Rücker kriegt 706 Erfahrungspunkte und erreicht Level 31. Und versucht Body Slam zu lernen, das ist sehr schön. Da darf jetzt dafür die Kopfnuss mal weg. Weil eine 30% Paralyse-Chance und etwas mehr Stärke ist mir doch lieber als ein bisschen Zurückschreck-Chance. Wobei paralysiert und Zurückschrecken eine fiese Kombination ist. So, da kommt noch ein Dooflor. Mach ich das Rücker jetzt einfach drin. Darfst hier einen neuen Body Slam gleich mal ausprobieren. Gleich mal schön paralysiert, das ist doch schön. Und kann er gleich nicht angreifen. Oder sie, es ist ja ein weibliches Dooflor. Und gleich nochmal, sehr schön. So, 706 Erfahrungspunkte. Wie konntest du, indem ich gemacht habe, so konnte ich. So, ich mache mal kurz den Notfallschalter an. Okay, der wird auch nur, dass der normale Weg wieder frei ist. Hat sein können, dass der vielleicht alle frei macht. Ich habe schon länger nicht mehr Gold und Silber gespielt. So, ja, ich lasse Rücke jetzt einmal vorne. In der Hoffnung, dass sie in diesem Part noch Level 32 erreicht. Weiter kommst du nicht. Ich habe niemals Mitleid mit meinem Gegner. Auch nicht voll mit Kindern. Das sieh mal an. Auf jeden Fall möchte ich schauen, ob sie noch auf Level 32 kommt. Das wäre nämlich wunderbar. Schlagt mich. Wieso tust du das Radikal? Wieso? Was habe ich dir denn getan? Ich habe dich doch nur mit scharfkantigen Blättern rasiert. Und ein Golbat. Bleiben auch drin, auch wenn es wieder mal ein Gift-Pokémon ist. Zum großen Überfluss noch ein Gift-Flug-Pokémon. Blutsauger macht er. Wenigstens nicht ganz so viel Schaden. Ja, einfach weiter mit Body Slam drauf. Dann wird er wieder schön paralysiert. Kommt aber trotzdem durch die Paralyse durch. Aber gut, das war auch irgendwie zu erwarten. Sind ja schließlich nur eine 25% Chance, dass der nicht angreifen kann. Wobei es einem manchmal wie 50% vorkommen. Das sieht noch gut aus mit dem Level-Up für diese Folge. Verdammt. So, was haben wir hier noch? Ein Top-Äther. Sehr schön. Juck, juck, juck. Ich kenne dich. Du hast dich in unserem Versteck richtig vermöbelt. Ach, der Typ. Ja, den habe ich sogar damals vermöbelt. Ich glaube, mittlerweile dürfte das 4 Parts her sein. Und der macht komische Geräusche. So, Body Slam. Sogar die Hälfte weg. Passt doch. Aber er härtet sich. Das
heißt, es wird jetzt nur mit einem Volltreffer reichen. Und paralysiert. Ja gut, den Rest machen wir mit Rasierblatt. Das sollte dann auf jeden Fall ausreichen. Weil von Body Slam haben wir nicht mehr allzu viele Attackenpunkte. Und da haben wir das gewünschte Level 32. Und ein Smogmog kommt in den Kampf. Ja, da möchte ich wechseln. So, irgendwas, was speziell angreifen kann. Also Esther. So. Biss. Und ein Schlammbad kommt da. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Oh, nicht vergiftet. Ist ja mal was Neues. Dann haben wir den Rückendrübel auch wieder besiegt. So ist das also. Hey, Rückkehr entwickelt sich. Und da haben wir ein Meganie. Mit Glückwunsch, dein Rückkehr wurde zu Meganie. Das ist doch sehr schön. Ein weiteres vollentwickeltes Pokémon in unserem Team. So. Stellen wir mal Scarabou wieder nach vorne, Rückkehr. Ups, das wollte ich nicht. Tauschen wollte ich nach hinten. Ja. Und dann den letzten packen wir auch noch. Wie, du bist so weit gekommen? Ich denke, es gibt keine andere Lösung, um dich loszuwerden. Rocket Rüpel möchte kämpfen und er schickt einen Smuggern mal wieder in den Kampf. Na dann, Scarabou, Hornattacke. Eine Rauchwolke, er cheatet. Na gut. Rauchwolke an sich ist jetzt nicht unbedingt verboten. Habe ich aber schon mehrmals erwähnt. Fluchtwert erhöhen verboten, Genauigkeit senken ist, darf man noch, aber es ist nicht die feine englische. Smog, und es geht daneben, wunderbar. Natürlich geht es auch meine Attacke daneben. Na, vergiftest du mich jetzt wieder? Wow, wieder nicht vergiftet. Könnt ihr meinen, dass eine 30% Chance immer vergiftet, ne? Auf jeden Fall mal den Rocket Rüpel besiegt. Er wurde mich los. Ja, das wurde er. TM35. In Gen 2 kenne ich mich mit TMs nicht wirklich aus, also schaue ich jetzt mal nach, was das ist. 35. Ja, Schlafrede, okay. Wie? Was? Du willst mich retten? Danke. Der Radioturm. Was geschieht dort? Von Team Rocket besetzt? Hier, nimm diesen Türöffner. Damit kannst du den Rollladen im zweiten Stock öffnen. Ich flehe dich an, uns zu helfen. Niemand weiß, was sie vorhaben, wenn sie erst Kontrolle über diese Transmitter erlangen. Sie könnten sogar mit einem Spezialsignal alle Pokémon kontrollieren. Bitte hilf mir, du bist meine letzte Rettung. Bitte rette den Radioturm. Und alle Pokémon in diesem Land. Oh ja, ich geh da mal, ne? Und ich hol mir jetzt erstmal ein Eis. Und da haben wir das Münzamulett. Das gebe ich doch gleich einem unserer Pokémon, das noch nichts zu tragen hat. Was ist denn Münzamulett? Geben. Er trägt noch nichts. Scarabou trägt nichts. Esther trägt nichts. Garadon trägt nichts. Und Spike trägt nichts. Dann kriegt Scarabou es jetzt erstmal. Haben wir das Lager hier unten eigentlich schon leer geräumt? Sieht nicht so aus. Moment mal, da gab es doch diesen netten Trick. Oder muss man da den Aufzug dafür fahren? Ja, ich glaube, da muss man kurz Aufzug fahren und dann geht das. Das mache ich jetzt noch schnell.
So, jetzt sind die ganzen Kisten hier anders. Jetzt können wir uns hier die Items holen. Ich bin zwar jetzt eigentlich mit meiner Partzeit am Ende, aber ich glaube, das können wir jetzt nochmal schnell ranschieben. Ich mache hier inhaltlich nicht mehr wirklich viel. So. Ups. Das war der falsche. Hier muss ich jetzt wieder hin. Und jetzt hoffen, dass die Kisten anders stehen. Ja. Sehr schön. Jetzt können wir uns das hier holen. Ein Feuerheiler. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir sind hier übrigens im Kaufhaus von Ducatia City im Keller. Und hier haben wir noch einen Äther. So. Und wisst ihr was, ich lasse den Fliege jetzt zur größten Verwirrung hier im Aufzug raus, damit er überhaupt nicht weiß, wo er jetzt hin muss. Also, das war's von meinem Part von Pokémon Silber. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Also, für mich in zwei Folgen. Also, für euch in zwei Folgen. Ja, bis dahin, macht's gut, tschüss.